Frau Ressel, Sie feiern Geburtstag. Ein Jahr Karbert. Wenn man sich hier dieses Ambiente anguckt, hat man nicht das Gefühl, in einem Kinderrestaurant zu sein. Soll man auch nicht. Weil ich einfach die feste Überzeugung habe, dass Kinder, wenn man ihnen ein vernünftiges ästhetisches Umfeld anbietet und auch Jugendliche, sehr wohl das zu würdigen wissen. Weil sie auch spüren, das ist eine Wertigkeit, die man ihnen entgegenbringt. Es sieht hier noch alles sehr gut und sehr sauber aus. Genau, und das ist ja das Ergebnis dieser Überlegungen, die zunächst erstmal ja nur so im luftleeren Raum sich befanden. Ich hatte ja da gar keinen Anhaltspunkt, es war einfach nur meine Überzeugung. Und als dann die ersten hier vor der Tür standen, da war mir schon am 15. Oktober 2007, da war ich schon am Überlegen, mein Gott, hoffentlich geht das auf, hoffentlich hast du dich da nicht vertan. Aber das Ergebnis innerhalb dieses einen Jahres hat gezeigt, es ist genau so, wie ich mir das nicht nur erhofft habe, sondern so, wie ich es mir einfach auch vorgestellt habe. Kinder gehen mit solchen Räumen anders um, als wenn sie aussehen würden wie die typischen Jugendeinrichtungen. Was für ein Fazit ziehen Sie denn sonst insgesamt? Also positiv. Positiv im Sinne des Angenommenseins dieser Einrichtung, der Wertigkeit dieser Einrichtung auch innerhalb der Bevölkerung und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass es als einmaliges Projekt eben tatsächlich auch wahrgenommen wird. Denn es gibt es ja in ganz Deutschland noch nicht in dieser Form. Will das auch keiner nachmachen? Haben Sie schon mal was gehört, dass die Leute gesagt haben? Doch. Nachdem nun auch dpa bei uns war und das dann in München und in Frankfurt und in Schwerin und Worpswede und überall auch erschienen ist, der Bericht hierüber, sind schon Rückfragen gekommen. Aber als sie dann hörten, dass es keine kommerzielle Geschichte ist, sondern nur über Spenden sich finanziert, da war dann schon nicht mehr so die Euphorie da und es war vor allen Dingen auch bei einigen, konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, sie wollten sich selbst aus der Arbeitslosigkeit holen, indem sie sowas eröffneten und wollten vor allen Dingen auch Geld damit verdienen. Und Profit ist hier nicht vorgesehen, aber die Spenden fließen, oder nicht so? Also mal mehr, mal weniger. Was mir oder was uns einfach fehlt, ist eine gewisse Kontinuität. Das haben wir ja aber auch schon in der Tafel gehabt, nur hier ist es eben besonders wichtig, dass eine gewisse Kontinuität an Zuwendungen, finanziellen Zuwendungen da ist, damit dieses Projekt einfach auch weitergeführt werden kann. Wie kann man jetzt die Spendenbereitschaft und dass es einfach permanent weiterläuft, wie kann man das fördern? Also indem ich nur appelliere. Also reiner Appell, bitte nicht nur einmal eine Spende, sondern tatsächlich Spenden und Spenderinnen, auf die man sich auch über ein Jahr hin verlassen kann, indem man weiß, da kommt jeden Monat so und so viel Geld rein. Und damit ist die Planung natürlich auch wesentlich besser und damit ist auch eine Kontinuität gegeben. Und wenn jemand Geburtstag hat, der schon alles hat, der kann natürlich auch für Sie sammeln. Aber hallo, ja, genau das, was auch immer vermehrt der Fall ist. Und da ist uns jede Spende, sei sie noch so klein oder noch so hoch, nach oben ist alles offen, recht. Man kann ja auch Patenschaften übernehmen. Richtig. Also diese Patenschaften sind von mir ins Leben gerufen worden, weil ich festgestellt habe, dass ab Mitte des Monats eine bestimmte Gruppe von Kindern nicht mehr kommt. Und meine Nachfragen diesbezüglich waren genau das Ergebnis dessen, was ich mir schon gedacht habe, dass die Eltern diese 1,50 Euro nicht mehr haben. Einige Eltern interessiert es gar nicht, aber andere Eltern, die auch noch kochen können, allerdings nicht so inhaltsvoll kochen wie wir hier. Und daraufhin habe ich zu Patenschaften aufgerufen. Eine 10er-Karte kostet dann 15 Euro. Diese Gelder werden an die Schulen gegeben. Ich habe eine Liste, weiß also so und so viel Patenschaften, so und so viel Geld habe ich. Also bitte Schule XY, nennt ihr mir Namen von Kindern, wo es eben tatsächlich wirtschaftlich nicht so gut und so rund läuft. Und die kriegen dann diese Karten über die Schule. Aber es wird eine diskrete Verteilung von mir einfach nicht nur erwartet, sondern gefordert, damit einfach die Kinder nicht wieder so ein Stigma erfahren. Also jeder, der spenden möchte, der kann im Grunde einen Dauerauftrag einrichten. Also sagen, 15 Euro monatlich geht auf das Konto des Karbert.
Richtig, auf das Konto der Hildesheimer Tafel. Und wenn er dann dazu schreibt, Patenschaften, dann wird das für diese Spatenschaften verwendet. Denn wir müssen ja auch Lebensmittel dazu kaufen, zum Beispiel Fisch und Fleisch. Und daraus wird denn eben das gespeist. Sarah, Marcel und Katharina, ihr seid heute hier im Karbert, einem Kinderrestaurant. Wie findet ihr das denn, dass es überhaupt ein Kinderrestaurant gibt? Kommst du hier öfter her? Manchmal. Und schmeckt dir das Essen? Ja. Und du, Marcel? Ja, ich finde es auch gut, dass man dann hier auch mal nach der Schule essen kann oder so, wenn zu Hause mal niemand da ist oder so. Wenn man nach der Schule Hunger hat, ist es auch sehr praktisch, weil ich wohne, also meine Schule ist hier auch direkt nebenan, da kommt man auch schnell hin. Auf welcher Schule bist du? Ich gehe aufs Josefinum. Und du, Katharina? Ich finde das auch gut, weil da kann man auch nach der Schule gehen und die Schule ist ja auch gleich um die Ecke von mir. Ja. Auf welche Schule gehst du? Auch aufs Josefinum. Was gab es denn heute? Rouladen mit Kartoffeln und Rotkohl. Das ist ja schon sehr was Feines. Was ist denn dein Lieblingsessen, Sarah? Das, was es heute gab. Heute auch Roulade? Das isst du ganz gerne? Ja. Wie alt bist du denn? 8. Und auf welche Schule gehst du? Moritzberg. Moritzberg, das ist aber ein weiter Weg, um jeden Tag hierher zu kommen. Du kommst aber auch nicht jeden Tag, ne? Ich komme nicht jeden Tag. Gibt es denn sonst noch irgendetwas, was man hier im Karbert machen muss? Ich habe gehört, hier sollen sogar demnächst einige Computer aufgestellt werden. Würdest du denn dann kommen? Ja, das wäre auch ein gutes Angebot, wenn man hier dann ins Internet oder an Computern arbeiten könnte. Das wäre schon gut.